Wie ich den QR-Code auf meinem Android-Gerät dekodiere. Ich rufe den Browser auf, wähle Weilhalter Info und suche hier den QR-Code. Wenn ich auf den QR-Code draufbleibe, kann ich das Bild teilen. Und da gibt es jetzt einen ganz scharfen Geheimtipp. QR-Droid, da kann ich diesen QR-Code direkt dekodieren und brauche ihn nicht mit einem Smartphone oder so scannen. Man wird in der Regel kein zweites Gerät haben und schon ist die Geschichte erledigt. Ich habe hier die Abrechnung, die übrigens interaktiv wäre. Ich kann also die Eingabedaten da durchaus noch verändern.